Ich denke, aber abgebrannt, die Bude hier. Stimmt, aber nun steht eine neue da. Ist ja toll. Hast du schon gefrühstückt? Nee. Dann lade ich dich ein, komm. Tag, Magda. Tag, Willi. Das hier ist der Kollege Schütz. Freut mich. Tag. Was soll es denn heute sein? Na, Kaffee natürlich. Und du? Frische Schrippen mit Schinken, Bulette, Würstchen. Oder willst du was Süßes? Nee. Hallo, Uschi. Na, alles in Ordnung? Nicht berühmt. Nicht Süßes. Mann, hier sind ja noch Schrippen mit Hackepeter. Klar, alles da. Wenn Sie wollen, backe ich Ihnen sogar Kartoffelpuffer. Nee, danke, so viel Zeit habe ich nicht. Aber eine Schrippe mit Hackepeter darf sein. Junge, ist ja ein richtiges Schmuckstück, der Wagen hier. Eine Musterküche, wie im Nobelhotel. Muss eine Stange Geld gekostet haben. So hat sie will. Die Chefin von Skanzer, also Oma Ferber, ja. Die hatte gerade eine neue Wertversicherung abgeschlossen, bevor die Bude abbrannte. Hat einen Riecher gehabt, ja? Muss die Versicherung zahlen. Stimmt's oder habe ich recht, Magda? Ja. Unsere Oma, die hat immer einen sechsten Sinn. Also, guten Appetit, meine Herren. Muss eine dufte Versicherung gewesen sein. Wenn ich mal einen Kratzer an meinem Diesel habe, dauert immer 6 Wochen, bis ich Geld kriege. Schaff mir auch eine Oma an. Na, und der Brandstifter? Der sitzt untersuchungshaft. War ausgerechnet der Kerl von der süßen Uschi. Was macht mein Patenkind, Ottilie? Ja, alles prima. Wächst uns allen über den Kopf. Na ja, da wollen wir mal wieder. Zahlen? Tschüss. Uschi, tschüss, Magda. Tschüss. Wann musst du denn da hin? Um 4. Ach, Gott sei Dank, da ist ja Marion auch wieder da. Und wo ist das? Rechtsanwalt Dr. Trautmann. Meinecke Straße 7. Er wäre Edgars Pflichtanwalt. Wenn ich bloß wüsste, was der von mir will. Ja, wahrscheinlich wirst du aussagen müssen. Wie lange er bei dir gewohnt hat und ob er dir gedroht hat, naja, wirst ja alles hören. Nicht? Also mir hat mal einer gesagt, bei vorsätzlicher Brandstiftung, nicht unter einem Jahr. Ja, von mir aus. Ich hätte sowieso mit ihm Schluss gemacht. Ach, Uschi, das hast du schon so oft gesagt. Aber manchmal hat er auch seine guten Seiten gehabt. Ja, wenn du so schön durchgefüttert hast, nicht? Aber dann? Wir haben als Anzahlung ja lediglich Ihren 5.000-Mark-Scheck. Ich sag Ihnen ja gerade, Ihre Versicherung hat noch keinen Pfennig gezahlt. Nein. Wir haben jetzt wirklich lange genug gewartet. Wir haben Ihnen den neuen Wagen schon bevorzugt geliefert, um Ihnen rasch zu helfen. Aber jetzt müssen wir auch mal Geld sehen. Na, mindestens 8.000. Und das so schnell wie möglich, Fräulein Ferber. 8.000 Mark? Aber Herr Wolter, das kann ich nicht. Händchen klein. Moment, die Klappe, Schatz. Was? Nein, nicht Sie, Herr Wolter. Natürlich nicht. Die kleine Ottilie ist gerade bei mir. Was? Na, ich kann's wirklich nicht. Sehen Sie mal, diese Woche ist noch Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Ja, was sagt denn die Versicherung? Die wollen die Versicherungssumme erst auszahlen, wenn die Staatsanwaltschaft den Fall restlos geklärt hat. Haben wir unsere olle Bude vielleicht selber angesteckt, ja? Der Täter sitzt hinter Gitter und hat gestanden. Ja, Wiedersehen. Ottilchen, du. Jetzt kicken wir ganz schön aus der Wäsche. Ganz doof, weißt du? Ah, der kleine Herr Detlef möchte wieder seinen Lutscher, ja? Na, bettelt er schon wieder? Nein, nein, Frau Römer, der bettelt nie. Das ist doch zwischen uns beiden schon so abgemacht. Nicht, Detlef? Danke. Heute muss ich aber auch was von Ihnen mitnehmen. Ist spät geworden. Ich komme nicht mehr zum Kochen. Na, wie wär's denn mit ein paar schönen Krakauern? Oder ein paar Thüringer? Oh ja, die Krakauer. Und wenn Sie haben, eine große Schüssel von Ihrem guten Kartoffelsalat. Mach ich ihn fertig, ja? Wie geht's denn dem Töchterchen? Ach, das wird langsam problematisch. Eine von uns Frauen muss immer zu Hause bleiben und muss auf sie aufpassen, dass sie keinen Blödsinn macht. Wir haben schon an einen Kindergarten oder an eine Tagesstätte gedacht, ja. Aber hier bei uns in der Nähe ist leider alles besetzt. Nehmen Sie die Kleine doch einfach mal zu mir. Ich bin ja den ganzen Tag zu Hause und Detlef kennt sie schon. Und der würde auch bestimmt gerne mit dir spielen. Nicht wahr, Detlef? Du magst doch die kleine Ottilie. Ach, Frau Römer, wenn das ginge, das macht genau 6 Mark zusammen. Danke.
Könnte ich vielleicht heute Nachmittag schon mal mit Ottilie zu Ihnen rüberkommen? Ja, gerne. Würde ich mich freuen. Also, tschüss dann, bis heute Nachmittag. Ihr gehört alle Bäder in eine Kinderbewahranstalt. Na, ihr fängt ja immer wieder an. Ich fange an? Ich hab dir vorhin in aller Ruhe gesagt, das sind meine Hosenträger. Seine Hosenträger? Mensch, dass ich nicht lache. Ich kann dir den Kassenzettel zeigen, wo ich die gekauft habe. Vor 3 Jahren. Ach, die hast du nicht gekauft. Die habe ich vom Bayerischen Wald mitgebracht. Und ich will sie wiederhaben. Herrgott, nun hört doch endlich auf zu streiten. Sonst habe ich heute das letzte Mal bei euch geputzt. Und alte Ferkel seid ihr alle Bede. Margot, so darfst du aber nicht mit uns reden. Och doch, wenn ich bei dir im Bette unterm Kopfkissen alte, verklebte Bonbons finde und Paulchens Tabakspfeife unterm Wäschebeutel. Ja, die hat er versteckt. Das ist nicht wahr. Ach, ihr schämt euch alle Bede. So, und ich gehe jetzt. Ach, willst du schon gehen? Bleib doch noch, Margot. Ich habe keine Zeit mehr, meine Herren. Mach uns doch eine schöne Suppe. Was der Oskar kocht, das schmeckt ja nicht. Kinder, also, ich hab euch die Hütte jetzt sauber gemacht. Jetzt muss ich anstand die Uschi ablösen. Und nur vertragt euch mal bitte wieder. Danke auch schön, dass du da warst. Immer wenn wir nun schon wieder im Chor sprechen, können wir uns eigentlich wieder vertragen. Ja, da hast du auch wieder recht. Und geht mal ein bisschen eine frische Luft. Ist schönes Wetter draußen. Also, tschüss. Schön Wetter? Also mir ist kalt. Und ich habe keine Hosenträger. Ja, komm her, die kannst du ja wieder haben. Dann bin ich ja eben Strippe im Bauch. Tu das. Das ist ja so was möglich, Mensch. Ach, meine Süßen. Ich weiß, ich bin zu spät. Nur nicht meckern. Sagt eine von uns auch nur ein Wort? Nee, aber ihr macht so eine Gesichter. Wir machen nicht so eine Gesichter, wir haben so eine Gesichter. Ist ja im Moment nicht sehr komisch, eine Wurstbude. Siehst du, jetzt bist du schon wieder beleidigt. Uschi, komm, zähl nach, hack ab und unterschreib. War doch nur Spaß, Oma. Ich weiß ja, dass du die Beste bist und die Schönste. Gibt's was Neues in der Familie? Nicht, was ich wüsste. Aber ich hab eine neue Kundin, Oma. Rat mal wen. Fürs Glück. Edeltraut, meine Geschiedene. Was, als Kundin? Ja, die macht in ihrer Sauna eine kleine Schneckbar auf. Hm? Nicht dumm, das Mädel. Wiener Würstchen, kleine Filets und was sonst noch so gibt. Ruft mich heute Morgen an, ob ich liefern kann. Natürlich kann heute, ich fahr gleich mal runter. Stimmt. Uschi, du machst ja immer noch so ein Gesicht. Ist irgendwas los? Lass in Ruhe. Sie muss halt zum Anwalt wegen Edgar. Sein Verteidiger. Na und, jetzt eben hin. Und nur nicht zimperlich sein. Immer schöne Wahrheit haben. Wie oft er dir eh nicht geschoben hat. Und wie er mich angesprungen ist wie ein Tier. Aber ich war noch nie beim Anwalt. Und ich kann das doch nicht, ihn verpfeifen und in eine Pfanne hauen, wenn man sich mal Jahren gehabt hat. Ach, denn war das wohl ein verhinderter Liebesakt? Eine hormonale Störung, der da uns hier die Bude abgebrannt hat, was? Bau jetzt bloß kein Mistmädel. Na, ich denke ja bloß, dass die Versicherung euch hier für umsonst den schönen neuen Wagen hergestellt hat. Nur das verdankt er doch eigentlich bloß Edgar. Sag mal, spinnst du? Ich höre immer für umsonst. Hast du eine Ahnung? Also die kriegen wir ohne mehr hier raus. Sag, was du willst bei dem Anwalt. Aber mach uns bloß keine Schwierigkeiten. Nee, du hast Kundschaft. Sag mal, Otto, hast du eigentlich den Campingbus noch? Ja, was ist denn mit dem? Der steht doch nur dumm rum. Willst du nicht verkaufen? Verkaufen? Willst du ihn haben? Ich doch nicht. Aber der bringt doch Geld, ne? Brauchst du was? Geld brauche ich immer. 500 kann ich dir geben. Nee, lass nur. Vergiss das mit dem Bus. Den verkaufe ich doch nicht, Oma. Hängt das Stück Herzblut von mir dran. Außerdem, mit dem fahre ich euch alle im Sommer nach Spanien. Nach Spanien? Mit der Rostlaube? Ach Mensch, da kommen wir nicht mal bis Reinickendorf, sage ich dir. Naja, nun hau ab. Grüß Edeltraut schön, ja? Danke und tschüss. Tschüss, Uschi. Und halte Ohren steif. 500. 8000 brauche ich. Nee, also weißt du, Gabi, die Tische stehen mir zu dicht zusammen. Das Ganze müsste näher an die Bar heran. Ja. Naja, lass mal. Das machen wir nachher, wenn mein Otto kommt und liefert, ne? Dein Otto? Naja, warum denn nicht? War ja mal meine. 4 Ehejahre. Du, das verbindet. Hallo! Siehst du, da ist er schon. Hallo, Otto! Donnerwetter, da hast du dir aber was einfallen lassen, Schätzchen. Ja, gefällt's dir? Sehr schön. Na, komm mal mit. Und das neue Gesicht gefällt mir auch. Statten Krüger, Otto Krüger, mein Name. Guten Tag. Das ist Gabi Brückner. Ja. Freundin, Assistentin und Masseuse.
Aha, Sie massieren auch. Mhm. Was zahlen Sie denn, wenn ich Sie mal an meinen Luxuskörper ranlasse? Das werden wir aushandeln, wenn wir uns erst näher kennen. Also, mein lieber Otto, daraus wird nichts. Gabi ist verlobt und mit Magda bin ich befreundet. Du, ich pass schon auf. Na, du komm mal mit. Will dir mal zeigen, was ich aus der Bar gemacht habe. Siehste? So habe ich mir das gedacht. Also in der Küche, der Wurstkessel und die Grillplatte, nicht? Für Steaks und so. Und da die Saftmaschine, im Kühlschrank Bier, Wasser, Limo. Naja, also alles, was man so hat, ne? Bist eine tüchtige Frau, Schätzchen. Was sich deine Kunden da unter Heißluft abschwitzen, das können sie hier gleich wieder anfressen. Ja, na klar. Machst du den Laden ja später auf, ja? Ja, um 6 du, aber dann brummt die Bude. Mensch, komm doch mal heute Abend. Nee, heute nicht. Magda hat frei. Da möchte ich mal bei ihr sein. Aha. Sag mal, wie geht's dir denn so überhaupt? Ich meine, läuft hier irgendwas? Meinst du mein Liebesleben? Mhm. Ach, da läuft eigentlich zurzeit ja nichts. Ihr Stall Inge hat geheiratet, meine Mannequins sind ausgezogen. Ich habe momentan ein ziemlich trauriges Leben. Ach, mein lieber Otto, mir kommen ja direkt zu Tränen. Na, du pack mal aus, was du alles mitgebracht hast. Weißt du ja, wo es hinkommt? Der Eisschrank. Hast du die Rechnung auch dabei? Nee, kassieren komme ich immer erst Freitag. Sagen wir mal, 50 Mark die Woche? Ach, darüber können wir doch später noch reden. Wissen Sie, ich habe Kinder gerne um mich rum. Na ja, aber sie werden ja Auslagen haben, nicht? Und ihre Zeit. Und geht ja auch mal was kaputt. Schön, dann werden wir das später verrechnen. Komm mit, ich zeig dir was. Ich habe eine Autogarage. Aber Detlef, für Autogaragen ist Ottilie doch noch zu klein. Zeig dir doch mal deinen Elefanten. Oh ja, mein großer Elefant. Die Kleine scheint sich schon wie zu Hause zu fühlen. Wissen Sie was? Wir machen heute einfach mal einen Versuch. Meinen Sie, warum nicht? Lassen Sie Ottilie bis zum Abend hier. Und wenn es nicht klappt, kann ich sie Ihnen ja immer noch bringen. Na gut, ja? Okay. Ja, und sonst holst du einer von uns um 7 bei Ihnen ab. Ja, gut, ist mir recht. Ihre geht ja sicher auch um 7 schlafen. Ja, klar. So, fertig. Damit kommst du die nächsten 3 Tage aus. Prima. Wenn nicht, rufst du an. Lass da Lieferschein kommen, unterschreib mal. Stimmt auch alles, ja? Ja, ja. Was ist denn mit der Lampe los, sag mal? Die flackert ja dauernd. Sag mal, wie ist denn sowas möglich? Also, auf keinen Menschen ist verlassen wir heute. Ich mach dir das rasch. Hast du mal einen Schraubenzieher? Otto, kannst du denn sowas? Aber Schätzchen, Otto kann alle. Warte mal, irgendwo weit. Ja, hier. Du, aber sonst hole ich lieber unseren Elektriker von nebenan. Quatsch, Gabi soll mal der Leiter bringen. Ja, Gabi, hol doch bitte mal die Leiter. Du, hör mal, ich glaube, du musst da oben nur eine Klemme lösen, weißt du, und das Ganze wieder rindrücken. Wem sagst du das? Klemmen lösen ist mein Fachgebiet. Ja, das lese ich. So. Otto. Otto, bist du denn auch schwindelfrei? Nee. Was? Doch, natürlich. Du, ich glaube, wir haben uns geirrt. Hier sind ja keine Klemmen. Na ja, aber an irgendwas muss es doch liegen. Ja, ich schraub mal die Birne raus, weißt du? Ja. Meistens sind das ja die Kontakte. Ah! Ich hab eine Gewicht gekriegt. Auf, Herr Fluch! Halt die Birne, Mädel! Ach! Das Auto, fall nicht runter! Mann! Abi, drück die Sicherung rein! Hey, mir zittern ja jetzt noch die Glieder. Ich stand da völlig unter Strom. Welcher Hornochse hat denn die Lampe da angebracht? Ja, das ist ja nur wurscht. Ich bin ja bloß froh, dass du mir heil geblieben bist. Na, du erhol dich mal ein bisschen. Gabi wird nachher einen Fachmann holen. Flachmann wäre mal lieber. Das war die Strafsache Edgar Sobotta. Und Ihr Name war? Uschi Brzezinski. Aber dafür kann ich nichts. Also erstmal vermutlich Ursula und dann Brzezinski. CZ. Vorne habe ich 5 Konsonanten und hinten ein I. Na gut. Also, nun erzählen Sie mal. In welchem Verhältnis stehen oder standen Sie zu dem Angeklagten? Waren Sie verlobt? Nee, das nicht gerade. Mehr so locker, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er hat aber, wie er aussagte, hin und wieder bei Ihnen übernachtet. Oder ein paar Tage gewohnt. Ja, das hat er. Und auch gefrühstückt. Aber ich hab ihn auch ein paar Mal rausgeschmissen, wenn er mir mit seiner Eifersucht zu dämlich kam. Hat er denn Grund zur Eifersucht? Ach, das war immer nur wegen Otto. Wer ist Otto? Otto Krüger, der Wurstlieferant bei dem Imbissstand, wo ich arbeite, der abgebrannt ist. Und weil ich mit Otto mal was hatte, sagen Sie mal, Herr Rechtsanwalt, muss ich das nachher alles vor Gericht als Zeuge aussagen und schwören? Weiß ich noch nicht, ob Sie als Zeugin geladen werden. Aber die Wahrheit müssen Sie in jedem Fall sagen, auch jetzt bei mir. Sehen Sie, als Verteidiger des Angeklagten muss ich ja die Hintergründe der Tat kennen. Hintergründe? Also Hintergründe gibt es bei mir nicht.
Aber mit dem Otto Krüger, da war mal was. Lange vorbei, schon vergessen. Aber Edgar wusste noch davon und deshalb... Hat der Angeklagte Ihnen denn gedroht? Ich meine, hat er gesagt, dass er etwas gegen den Imbisswagen der Färbers unternehmen will? Nicht direkt. Nur, dass er mir die Arbeit da versalzen will, weil ich da eben die Verbindung zu Otto Krüger hätte. Nachmittags wollte er mir ja schon aus dem Wagen rausholen. Hatte schon mächtig ihn in der Krone. Aber Otto hat ihn noch abgeschmettert. Dann hat er wohl weitergeschluckt. Und nachts ist ihm dann die Sicherung durchgebrannt. Und als ich denn nicht nach Hause kam, da ging er mit dem Benzin los. Sie halten es also für ausgeschlossen, dass der Angeklagte, dass er vielleicht den Auftrag der Färbers hatte, den Budenwagen in Brand zu setzen? Was? Und das ist ja ganz was Neues. Die Färbers sollen den Edgar? Wer kommt denn auf so einen Gedanken? Na, für die Versicherung liegt er doch sehr nahe. Jemand schließt eine hohe Feuerversicherung ab und 3 Tage später brennt sein Haus ab. Och, da kennen Sie aber die Oma Färber schlecht. Das ist eine rundehrliche Frau. So ein Schwindel macht die nicht. Hat ja beinahe einen Herzschlag gekriegt in der Nacht, als der Wagen runterbrannte. Sie verstehen, als Verteidiger muss ich mir ja mal ein Bild von der Persönlichkeit des Angeklagten machen. Das war vielleicht kein schönes Bild, was ich Ihnen da von ihm gegeben habe. Aber innen, da hat er einen guten Kern. Und schließlich war ja auch alles nur meine Schuld. Grüßen Sie schön, Herr Rechtsanwalt, wenn Sie ihn sehen. Und loben Sie ja nicht, dass die Färbers da mein Kenke gemacht haben. Mhm. Wiedersehen, Herr Rechtsanwalt. Wiedersehen, Fräulein Brzezinski. Da wollte ich dich bitten, mir zu helfen mit die 8.000. Du hast ja immer was auf der hohen Kante, ne? Wann hast du mit der Versicherung gesprochen? Na, gleich nach dem Anruf aus Hannover. Du sag mal, da habe ich Dampf abgelassen, sage ich dir. Na ja, Versicherungsschwindel, ich vielleicht als Brandstifterin. Aber die haben gesagt, nein, 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 um Gottes Willen, nein, ist ja alles in Ordnung. Aber die Kripo hat sich eingeschaltet, ja. Die haben gesagt, doch sehr komisch, ne? 3 Tage nach dem Versicherungsabschluss brennt die Bude ab. Ja, dann haben sie sich entschuldigt, ne? Aber sie haben mir gesagt, es ist in der Branche so üblich, dass das Geld erst ausgezahlt wird, wenn alles geklärt ist. Naja, also, ich meine, Willi, wenn du mir nicht glaubst, ja, ich gebe dir selbstverständlich einen Schuldschein. Und Zinsen kriegst du auch. Ich glaube dir doch, Oma. Kannst du das Geld von mir haben? Ich verstehe nur nicht, warum du nicht einfach einen Kredit aufnimmst und auf die Bank gehst, tut mir leid, besetzt. Entschuldigung. Ja, also, das muss ich dir ganz langsam erklären. Wisst ihr, das hängt so zusammen mit meinem Stolz und mit meiner Autorität. Kannst du mir geistig folgen? Aha. Also pass mal auf. Ich bin doch der Kopf der Familie. Ich will das auch bleiben. Da hast du recht. Naja, und ich habe doch nun diese Neuwertversicherung abgeschlossen, ne? Haben sie alle gejubelt. Dann habe ich den neuen Wagen gekauft. War natürlich auch gut, nicht? Aber wenn die jetzt bemerken, dass mit der Versicherung irgendwie der Wurm da drin ist, du, bin ich bei meiner Familie unten durch. Davon brauchen die doch nichts zu erfahren. Ja, aber die erfahren das. Ne? Magda kontrolliert jeden Bankauszug. Jetzt verstehe ich dich, Oma. Und morgen hast du einen Scheck über 8.000. Mach 2,60. Nee, Mario, du. 2,80. Na nu, seid ihr teurer geworden? Ja, seit heute. Das sind doch die alten Preise. Dann muss ich also noch 20 Pfennig drauflegen. Ja, das machen Sie, Mann. Wissen Sie, wir waren so lange preisstabil. Jetzt müssen wir ein bisschen nachziehen, ne? Naja, verstehe ich ja. Ich wünschte mir eine Miete, wäre auch schon 20 Pfennig teurer geworden. Du Oma, das musst du mir da vorher sagen, dass wir plötzlich teurer sind. Du, das war eben ein einsamer Entschluss von mir. Hol mir mal so einen Filzschreiber. Pass mal auf. Und die Buletten und die Schrippen mit Hackepeter machen wir auch um Groschen teurer. Wie ist Mama schon? Das habe ich ja vor 5 Minuten selbst noch nicht gewusst. Du sag mal, dürfen wir das so einfach? Können, wir sind freie Unternehmer. Und bei der Qualität unserer Ware können wir uns das leisten. So, Getränkepreise, die bleiben so. Mhm. Hängt das wieder auf, da. Und Kind, hör mal. Von jetzt ab im Betrieb äußerste Sparsamkeit. Was ist denn los? Stehen wir vor der Pleite? Das nicht, aber wir müssen mehr aus diesem neuen Wagen rauswirtschaften. Können wir nur, wenn wir die Unkosten senken und wenn wir sparsam sind. Wo willst du denn noch sparen? Vielleicht beim Mostrich? Ja, da auch, aber vor allen Dingen beim Strom. Ja? Also wenn kein Betrieb ist, auf Sparflamme, na und dann die Pappteller. Ach Oma, also jetzt fängst du wirklich an, mit dem Pfennig zu rechnen. Na, was glaubst du, was das im Jahresschnitt für ein Posten ist? Dann nehmen wir einfach unsere Porzellanteller von zu Hause. Lieber selber abwaschen? Ja, natürlich. Holen wir eben 3-mal öfter frisches Wasser zum Spülen. Ne? Auf die Weise willst du also Millionär werden?
Das nicht, aber vielleicht habe ich meine Gründe. Tag, Magda Mäuschen. Oh, fein, dass du so früh kommst, wo wir endlich mal alleine sind. Ja. Willst du schon mal ein Bier? Ja, gerne. Papa hat euch auch was mitgebracht. Für Mama was an den Busen zu stecken. Oh. Und für Ottilie kleine Schokoladenbärchen. Mensch, ist die schön. Ne? Oh, du hast ja Geschmack. Ich dachte, die passt zu dem braunen Kleid. Echt ist es zwar nicht, aber hat auch was gekostet. Du, danke. Wo ist denn unser Kleine? Schläft die etwa schon? Nö. Nee. Margot wird sie gleich bringen. Bringen? Wo treibt sich das Gehör denn rum? Eine wunderbare Lösung für uns alle. Ottilie hat jetzt eine Tagesmutter. Was ist denn das? Na, die Frau Römer von nebenan, in Nummer 8. Bei der können wir Ottilie jetzt tagsüber abgeben. Ihr gebt mein Kind aus dem Haus? Du, das hat sich ja alles heute erst ergeben, weißt du? Oma, Margot und ich, wir sind jetzt an dem neuen Wagen so überansprucht. Das geht die ganze Nacht, weißt du, rund um die Uhr. Da kann sich keiner so richtig um Ottilie kümmern. Weil ihr euch die Zeit nicht richtig einteilen könnt. Na, nun sage mal. Mit Tagesmutter für Ottilie? Kommt überhaupt nie in Frage. Ist dir denn nicht klar, dass so ein Kind dadurch völlig entfremdet wird? Dass es keine Nestwärme mehr kriegt? Aber Otto, du hast doch selber gesagt, Ottilie soll jetzt in den Kindergarten. Und so eine private Stelle gleich hier in der Nähe, das ist doch viel günstiger. Was ist denn das für eine Frau? Oh, das ist eine sehr nette, lustige, zuverlässige Frau. Ich kenne sie schon länger. Kommt immer mit ihrem kleinen Sohn Detlef, auch noch nicht schulpflichtig, hier bei uns an Waren. Und ach, wie nett die Kinder miteinander spielen können. Und was ist der Mann? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die hat ja Kind. Ist ledig. Näht Blusen in Heimarbeit. Ich kann mir nicht denken, dass so eine Frau meinem Kind den geeigneten, ich meine, das entsprechende soziale Milieu bieten kann, ja? Weißt du, welchen Umgang diese Frau hat? Welchen Umgang? Also, Mensch, wenn ich so ihren Stuss höre, wisst ihr, da könnte ich einfach aus der Haut fahren. Welchen Umgang? Hast du plötzlich was gegen Lady Mütter? Ich bin auch eine, ja? Und Oma ist auch eine. Ich hab sogar zwei Kinder. Und unser Umgang bist du, ja? Feiner Umgang. Mensch, komm doch endlich mal runter von deinem Paschatron. Da, hast du noch ein Bier? Kannst alleine Armbrot essen. Ich geh zu Oma an Stanze ablösen. Oder ins Kino. Denn hat er noch gesagt, dass ich bei Edgar auf Haftverschonung einsetzen will. Komm, mildernde Umstände kriegt er bestimmt. Netter Mann, der Rechtsanwalt Trautmann. Du und dein Edgar, jetzt hör doch endlich mal auf. Du bist ja so schlechter Laune. War Otto gestern Abend nicht bei dir? Doch, war ein entzückender Abend. 10 Minuten habe ich Otto ausgehalten, dann bin ich los. Hallo, Mädels. Sei jetzt still, da kommt er. Seid gegrüßt, meine Damen. Moin, Otto. Moin, Magda Maus. Moin. Ja, tut mir leid, Süße, das mit gestern Abend. Ich weiß, ich hab mich schlecht benommen und ich muss bekloppt gewesen sein. Warte, siehst du ein? Ja, mit Ottilie hast du völlig recht. Ich bin völlig einverstanden, dass das Kind bei der Frau Römer bleibt. Das siehst du auch ein? Ja, so eine reizende Person. So mütterlich, so lieb und so hübsch. Hat so schicke Blusen. Woher wisst ihr denn das? Ich war doch eben bei ihr. Vater muss doch mal sehen, wo sein Kind bleibt. Nee, hat mir gut gefallen. Haben uns auch lange unterhalten beim Morgenkaffee. Und eines habe ich bei ihr gelernt. Der Mensch soll keine Vorurteile haben.